Es gibt ein paar schöne Konstanten bei Achtung Abzocke, klar. Die Menschen hinter und vor der Kamera und diesen Herrn hier. Ilmaz G. und seine vielen Unternehmungen. Zum Beispiel die Kanal- und Rohrreinigungs GmbH Fürst oder die DVS Dienstleistungsagentur. Die werden Sie alle gleich kennenlernen in diesem Film. Leider steht am Schluss unserer Recherchen nur das hier. Ein Fax seines Anwalts. Die Geschäfte dieser Firma scheinen legal zu sein, sonst gingen sie ja nicht weiter. Trotzdem fühlen sich immer wieder Zuschauer von dieser Firma betrogen. Alles, was wir von dem Anwalt zu diesem Fall gesagt bekommen haben, steht in dieser E-Mail. Daraus werden wir in den kommenden Minuten immer wieder zitieren. Wir beginnen aber, richtig, mit Ihnen, mit einem Zuschauer und seinem unglaublichen Fall. Und der spielt im hessischen Eschborn. Einer meiner Zuschauer hatte ein verstopftes Abflussrohr. An Heiligabend. Na klar, zum ungünstigsten Zeitpunkt. Doch aus dem Ärgernis wurde ein regelrechtes Fiasko. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Linda. Grüß Sie, Peter Giesel. Gehen wir mal vor. Bitte sehr. Hier sind wir jetzt quasi am Tatort sozusagen. Richtig. Tatzeitpunkt, ein ganz besonderer, nämlich der Heilige Abend vor einem Jahr. Richtig. Sie wollten eigentlich besinnliches Weihnachtsfest verbringen und dann passierte was? Ja, wir hatten eine Überschwemmung hier. Wie haben Sie das gemerkt? Das Wasser kam hier hoch und ist nicht mehr abgelaufen und auch auf der Toilette war das der Fall. Ah. Ja. Und ich habe es also mit allem Möglichen versucht, hat nichts funktioniert. Habe ich mit den mir bekannten Firmen angerufen hier in Eschborn, keinen Mensch erreicht, Heiligabend. Ja, schwierig. Ja. Dann habe ich im Telefonbuch nachgeschaut. Und da war eben eine ganze Seite von einer Firma, die Notdienst macht, die habe ich angerufen. Und die saßen wo? Ja, hier im Raum. Also Bad Soden oder Eschborn sogar. Also quasi um die Ecke wieder. Die waren im Eschborner Branchenbuch. Das ist der. Das ist der. Sehen Sie, Bad Soden, Eschborn, Schwalbach, Königstein, Kronberg. Gut, das ist im Prinzip alles wirklich um die Ecke, um die Ecke, richtig, um die Ecke. Zack, da kommen Sie. Die Jungs und Herren vom Rohrreinigungsdienst Hoffmann, die kamen dann. Und wie schnell waren die hier? Etwas über eine halbe Stunde später. Wow. Also dann können Sie ja auch nicht so weit weg sitzen. Nein. Was haben die dann gemacht? Ja, sie haben also erst einmal, sie kamen zu zweit. Dann haben sie da mit so einem Draht oder so einem Spirale haben sie da drin rumgemacht. Und dann sagten sie, nee, da müssen wir eine längere nehmen. Und dann haben die praktisch so eine Rolle ausgepackt. Ah, lassen Sie mich raten, alle schon mal gesehen, die ganz berühmte Spirale. Richtig, so nennt sich das, richtig, genau. Und jetzt kommt hier ein Preis, da muss ich mit doppeln. Aufsitzen, oh Leute, das tut mir so leid, Herr Lindner. 786 Euro. Richtig. 786 Euro. Die Rechnung stammt von der Firma Nabo Haustechnik. Viel mehr erfährt der Kunde nicht. Keine Adresse, keine Steuernummer. Nur völlig überhöhte Kosten für rund 30 Minuten Arbeit. Die Spirale berechnet das Unternehmen mit knapp 40 Euro pro Meter. Auf der Internetseite der Firma ist im Impressum ein völlig anderes Unternehmen zu finden. Die DVS, Dienstleistungsagentur, Geschäftsführer Yilmaz G. Das konnte Lindner aber nicht wissen. Was haben Sie denn da gedacht, als das dann bezahlt war? Ich habe natürlich in meiner burschikosen Art gesagt, ich wollte eigentlich Ihren Betrieb nicht mitkaufen. Ja. Aber unterm Strich, was blieb mir anders übrig? Ja, der hat sofort sein elektronisches Gerät da ausgepackt, muss ich die Karte drauflegen. Und in dem Moment haben die das praktisch mehr oder weniger abgebucht. Und das Kuriose war ja, dass praktisch die Rechnung dann nicht an die Firma, also das Geld nicht an die Firma Nabo ging, sondern an der Firma in Bochum oder Essen. Ja. In Bochum oder Essen? Ja. Der Zahlungsbeleg zeigt eine Firma mit Essener Adresse. An diese ist das Geld gegangen. Der Anwalt der DVS-Dienstleistungsagentur, über die Wolfgang Lindner bestellt hat, schreibt uns dazu: Mit der SP Gebäudetechnik hatte die DVS-Dienstleistungsagentur in der Vergangenheit eine Kooperationsvereinbarung. Diese wurde von der DVS-Dienstleistungsagentur bereits am 12.07.2021 wegen mehrfacher Kundenbeschwerden fristlos gekündigt. Ich will wissen, ob die bezahlte Spirallänge überhaupt möglich ist. Also, theoretisch. Von Ihrem Waschbecken, gehen wir mal einen Meter runter. Gehen wir mal anderthalb Meter runter. So, und jetzt gehe ich das mal ab, nur mal grob. Zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb. Sagen wir 5 Meter. Und jetzt gehen wir noch mal 1 Meter in die Tiefe, sagen wir 2 Meter. Na? Das ist die Hälfte.
selbst wenn, das, wenn die Verstopfung ganz unten unter Ihrer Straße ist, erstmal müssten dann am Heiligabend vergangenen Jahres alle Häuser hier eine Verstopfung gehabt haben. Und selbst wenn es so wäre, sind es nur 7 Meter bis in den Hauptabwasserkanal Ihrer Straße. Richtig. Ihnen sind 14 abgerechnet worden. Richtig. Das kann ja hin und vorne nicht hinkommen. Nein, das stimmt doch nicht. Machen Sie mal wieder warm und machen das Fenster zu. Ich komme noch mal rein, dann sprechen wir uns weiter. Alles klar. Eigentlich ist total, das ist ein Wahnsinn. Das merkt doch ein jeder, dass das nicht stimmen kann. Natürlich in der Aufregung am Heiligabend merkt es der Kunde nicht und ist sein Geld los. Man tut er mir leid. Wissen Sie, es kann sein, dass dieses ganze Gebilde, was er da dabei gehabt hat, vielleicht 14 Meter lang war. Ja, aber mir ist nicht bewusst, dass er mit dem ganzen Gebilde, mit den ganzen Dingern da überhaupt drin war. Wolfgang Lindner fühlt sich betrogen. Und eben das ist die Masche. Denn wo genau die Verstopfung saß, ist jetzt kaum noch nachzuweisen. Immer noch sind die unterwegs und immer noch trifft es Leute wie Sie, die im guten Glauben, diesmal sogar Heiligabend, um fast 800 Euro ärmer gemacht werden. Im Handumdrehen einfach nur mit dieser Spirale. Richtig. Herr Lindner, ich nehme das alles mit. Gerne. Sie sind unser erster Zeuge dafür, dass es wieder losgeht mit diesen Jungs. In Lindners Unterlagen gibt es nur einen einzigen Anhaltspunkt. Auf dem EC-Beleg. Auf der Rechnung gibt es keine Adresse. Die Spur führt mich also von Hessen nach Essen. Da vorne, 200 Meter links, gleich neben dem Kiosk, wie wir gerade gesehen haben, da muss irgendwo die Firmenzentrale sitzen. S&P. Rohrreinigungsservice. Ich glaube, kein Wort davon. Ich bleibe hier, ein paar hundert Meter Abstand, setz mich am besten ins Auto. Schau mal. Gucken wir das an. So, also wir haben hier 26, dann muss nach Adam Riese das hier die 28 sein, die auch zu und verrammelt ist. Und das hier tatsächlich dann die 30. Hier ist ja nicht mal ein Briefkasten. Hier ist ja einfach gar nichts. Kurze Frage. Hier soll eine Rohrreinigungsfirma sitzen. Habt ihr was gesehen hier? Nee, ne? Hier, in der 30. Das müsste ja die 30 sein. Ja, muss da sein. Weil die Bude Kiosk ist. Ja, ja, das muss die 30 sein. Das sieht so ein bisschen so aus, als wäre das recht fluchtartig verlassen worden. Chaos, Kühlschränke nicht leergeräumt, Sachen umgeworfen, Müll verteilt im ganzen Raum. Also Süßigkeiten hier vorne im Eimer offen. Da hatte jemand entweder keine Zeit oder überhaupt keine Lust mehr. Aber geöffnet hat das auf gar keinen Fall mehr. Aber die Firma muss existieren. Wie könnte sie sonst Zahlungen annehmen? Unsere Recherchen führen mich nach München. Doch das, was jetzt kommt, könnte überall in Deutschland sein. Denn Abzocker und Betrüger in Sachen Rohrreinigung agieren bundesweit. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Dubiose Callcenter und ja, Scheinfirmen. Hinter all denen stecken natürlich Mitarbeiter. Mitarbeiter, die dann am Ende des Tages bei Ihnen stehen und einen kleinen Rohrbruch zu einer finanziellen Katastrophe werden lassen. Mit einem dieser Menschen bin ich jetzt verabredet. Er ist ausgestiegen aus der, ja, man muss schon eigentlich sagen, Szene. Möchte aus guten Gründen nicht erkannt werden, aber spricht mit mir. Ich bin mit einem Mann verabredet, der für diese Essener Rohrreinigungsfirma unterwegs war. Die Aufträge kamen aus Callcentern, jenen Telefonzentralen, deren alleiniger Zweck anscheinend Kundenabzocke zu sein scheint. Anlagenmechaniker, ich muss es wirklich nachlesen, Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk. Das ist eigentlich Ihr Beruf, den Sie gelernt haben. Richtig, das habe ich gelernt. Und wie sind Sie dann, ich sag mal, auf die dunkle Seite dieses Handwerks gekommen? Erzählen Sie mal bitte. Das hat ein ehemaliger Kollege mir gesagt. Pass auf, wir haben einen Job für dich. Hast du Interesse? Du verdienst gutes Geld. Was war das für ein Betrieb? Wissen Sie, für wen Sie da gearbeitet haben? Hat der Kollege, Ihr Freund, dann den neuen Chef Ihnen vorgestellt und umgekehrt? Wie ist das abgelaufen? Er selbst hat mir die Nummer gegeben. Ich habe Kontakt aufgenommen und daraufhin haben wir zuerst eine WhatsApp geschrieben und ein paar Telefonate geführt. Hatten Sie einen Arbeitsvertrag? Ich hatte keinen Arbeitsvertrag. Darf ich fragen, haben Sie da einen Lohn, richtig Gehaltszettel bekommen? Oder? Ich habe da wortwörtlich keine Unterlagen bekommen bezüglich Arbeitsvertrag. Schwarzarbeit war das? Schwarzarbeit.
deswegen wollen sie auch nicht erkannt werden, kann ich total gut verstehen. Aber darum geht es uns eigentlich gar nicht. Uns geht es darum, was dann wirklich beim Kunden los war. Ihr Chef, den Sie nur per WhatsApp kennen, das wird gute Gründe haben, dass er Ihnen keinen Vertrag gibt. Ihr neuer Chef hat Sie dann mit anderen Kollegen zu Einsätzen hingeschickt, oder? Richtig. Was waren das für Einsätze? Die Aufträge kamen immer über WhatsApp. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe. Über diese Chatgruppe erhielt der ehemalige Mitarbeiter seine Aufträge. Interessant ist, dass der gelernte Rohrreiniger auch Türen öffnen und Schädlinge bekämpfen sollte, obwohl er das nie gelernt hat. Die Preise dafür waren in jedem Fall saftig. Ey, ich meine, was Sie mir da gerade zeigen, das sind Straftaten. Das wissen Sie schon, ne? Das ist ganz klar, dass hier Wucher betrieben wurde, möglicherweise sogar Betrug. Da waren Sie richtig mittendrin, ne? Leider ist das so passiert. Warum sind Sie ausgestiegen? Weil das nicht menschlich ist. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin anders erzogen, aber ich bin auf den Weg geraten, weil ich dachte, das Geld macht mich glücklich. Aber du siehst Menschen, wie sie leiden. Hört sich schlecht an, aber... Hört sich schlimm an und ist auch genauso schlimm. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Einfamilienhaus. Da wissen wir sofort, da können wir richtig viel abziehen. Das ist anders als in Wohnblocks. Da geht wenig, aber da müssen wir trotzdem abziehen. Deswegen werden auch Nachbarn gerufen, um bei der Bezahlung mitzuhelfen. Bezüglich Bezahlung. Aha. Wir hatten auch Rohrreinigungen, die 3000 Euro kosteten, aber die konnten das nicht leisten. Das konnte sie nicht zahlen. Dann hat sie Nachbarn gerufen, ob man die Rechnung zusammenzahlen kann. Das hat sie gemacht. Wie haben Sie sich dabei gefühlt, wenn Sie in so einer Situation waren, wo der Kunde noch nicht mal das Geld zur Verfügung hatte, was Sie ihm da aus den Taschen gezogen haben? Sie persönlich, wie fanden Sie das? Schiss. Schlecht. Man würde sich wünschen, man könnte die Zeit zurückdrehen, aber das kann ich leider nicht. Aber ich habe mich dann entschieden, euch davon zu berichten. Ich fasse mal kurz zusammen. Sie kennen nicht den Auftraggeber. Sie als Monteur kennen auch nicht das Callcenter oder wissen, wo das sitzt. Nein. Das heißt, dafür wurde gesorgt, dass man da selbst von den eigenen Mitarbeitern sich verschließt. Richtig. Ja, an die müssen wir mal irgendwann rankommen. Ich bedanke mich für die Ehrlichkeit und wünsche Ihnen jetzt im ehrlichen Beruf, wenn Sie die Maske wieder abgenommen haben, auch alles Gute. Danke. Super. Auch wenn der Mann nicht wusste, für wen er da eigentlich arbeitete, zeigen seine Aussagen klar, wie das System der Abzocker funktioniert. Unser Gespräch bringt mich in den hohen Norden. Denn hier in Hamburg hat mein Informant im Namen der Firma abgezockt.